Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Hier spricht Stefan Schrader. Herzlich willkommen zu unserer Marktrück- und Ausblickkonferenz. Zum Einstieg würde ich heute gerne noch einmal sagen, wozu das dient, was wir hier machen. Wir haben diese Marktrückblick, Ausblick, wichtigste Treiber hinter den Märkten und Auswirkungen auf die Portfolienkonferenz. Die machen wir seit vielen, vielen Jahren und die machen wir normalerweise quartalsweise. In der Regel dient es dazu, wenn jemand einen Blick hinter die Kulissen werfen will, wissen möchte, was sind so die Hauptthemen, die im Investitionsbeirat diskutiert werden und die wesentlichen Treiber hinter, sage ich mal, dem, was Fundamentalinvestoren an den Märkten sehen. Also Dinge, die letztendlich dafür sorgen, dass Werte und Preise an den Finanzmärkten gesteigert werden. Wir haben das jetzt auf 14-tägig in der Frequenz verkürzt durch die Corona-Sache, weil einfach in einer unglaublich großen Geschwindigkeit teilweise recht massive Dinge passieren. Diese Konferenz dreht sich im Schwerpunkt eben um die Treiber hinter den Märkten und dementsprechend möchten wir Ihnen auch die Möglichkeit geben, wirklich alle Fragen zu allen Anlagekategorien zu stellen, die Sie beschäftigen. Das ist auch vollkommen okay, wenn es außerhalb der Strategien ist, wegen derer Sie wahrscheinlich eingeladen worden sind. Die meisten der Zuhörer und Zuschauer, also bis vor ein paar Wochen alle, waren Investoren der Investmentselektion Strategiedepots. Und wir haben aber jetzt im Rahmen der Corona-Krise erlaubt, dass auch externe Teilnehmer dazukommen dürfen. Das war eine Anregung von den Beratern, die ihnen auch diesen Zugang verschafft haben, das zu machen, weil es ansonsten ja im Zweifel unterlassen Hilfeleistung ist, so nannte es der uns darauf gebracht hat. Ja, mein Name ist Stefan Schrader. Ich bin seit 94 unternehmerisch tätig in dem Bereich und habe seit 1997, also seit 23 Jahren, auch schon Mandate im Rahmen von Portfolio Management und ich spreche heute in einer Mischfunktion. Also zum einen gebe ich einige Sachen wieder, die im Investitionsbeirat, den ich vor einigen Jahren ins Leben gerufen habe, diskutiert werden. Dem gehören 7 Personen an, die alle 15 Jahre oder länger Finanzmarkt- und Portfolio Management-Erfahrung haben. Also Finanzmarkterfahrung alle und 5 davon auch Portfolio Management-Erfahrung. Und meine zweite Doppelrolle. Ich bin auch Mitglied des Anlageausschusses dieser Investmentselektion Strategiedepots. Das heißt, im Kern beleuchte ich jetzt in diesen 14 Tagesabschnitten ausgewählte Themen aus den letzten 14 Tagen. Also es ist nicht mehr so dieses Big Picture wie, sag mal, früher und wie es irgendwann auch wieder sein wird, quartalsweise, sondern es geht wirklich hauptsächlich um die Dinge, die jetzt akut angelegen haben oder bevorstehen. Ich möchte aber auch gleich starten, vorab technisch noch. Ich habe Ihnen das Chatfeld freigeschaltet im Privatmodus. Das heißt, wenn Sie dort Fragen eintragen, dann sehe nur ich die. Und meine große, große Bitte ist auch, dass Sie dort Fragen eintragen. Wenn Sie irgendwas mitgebracht haben, was Sie vielleicht in den letzten Tagen angeregt durch Medienberichterstattung oder so beschäftigt, was irgendwie mit Anlagekategorien zu tun hat, egal welcher Art, schreiben Sie es da rein. Ich werde da im Laufe meiner Ausführungen auf jeden Fall darauf eingehen. Ich versuche es heute wieder so zu machen wie beim letzten Mal. Da habe ich versucht, also wir haben jetzt die Zeitangaben gestrichen aus den Einladungen. Also teilweise wurde aus Gewohnheit die Zeitangabe drin gelassen, aber nachdem ich jetzt äußerst konsequent die Zeitangaben überschritten habe, habe ich darum gebeten, für diese 14-Tages-Konferenzen, weil das ja für Sie quasi kostenfreier Zusatznutzen ist, mit dem wir helfen wollen, Orientierung geben wollen. Ich möchte nicht dafür kritisiert werden, wenn wir es dann ein bisschen gründlicher machen. Ich werde trotzdem wieder versuchen, einigermaßen zackig da durchzugehen mit den am wichtigsten erscheinenden Punkten und dann am Ende gehe ich auf die Auswirkungen im Portfolio ein, was dann vielleicht die, die investiert sind, noch konkreter interessiert. Dadurch haben wir es ein bisschen zweigeteilt. Das habe ich letztes Mal gar nicht so absichtsvoll aus Versehen gemacht. Das wurde eher als ganz sinnvoll gespiegelt. So. Genau, jetzt haben sich auch alle eingewählt. Falls es ab und zu gibt es kurioserweise, obwohl ich mitten in München sitze, mit der Telefonleitung Probleme, sollte das so sein, seien Sie so lieb und schreiben das auch ins Chatfeld, weil ich merke es ja sonst nicht, weil es für mich jedes Mal wieder überraschend ist, wenn es denn so kommt. Bevor ich loslege, der übliche und berufsrechtlich verpflichtende Disclaimer. Alles ist gründlich gemacht, wir geben uns Mühe, aber trotzdem ist es ohne Gewähr. Also, los geht's. Wir starten mit der Marktentwicklung. Ich habe beim letzten Mal darauf hingewiesen, dass dieser Börsencrash in der Geschwindigkeit und im Ausmaß wirklich historisch erst und einmalig ist.
hat ihm diese Folie gezeigt, dass die Geschwindigkeit der Tage nach Eintritt eines sogenannten Bärenmarktes, also eines voraussichtlich dauerhaften Abwärtstrends an den Aktienmärkten angeht. Und dann sehen Sie hier die 2020er-Linie im S&P 500 breiter US-Aktienmarkt. Und das nehme ich auch nur kurz als Einstieg. Ich möchte jetzt auf den kurzfristigeren Zeitrahmen gucken, weil die Fragen, die uns auch innerhalb dieser 14 Tage erreichen, die drehen sich inzwischen natürlich schon relativ viel um das hier, ne? Tiefpunkt war der 18. März, also fast einen Monat her. Und wenn man es so überschlägig, können Sie es vielleicht sehen, wir kommen von etwas über 60 in dieser Darstellung, die skaliert vor 3 Monaten, begann bei 100, also indexiert meine ich, die Skala auf 100, ging dann runter, fast also von der Spitze 40% runter im Eurostoxx und 30% runter im S&P 500, das sind die beiden Linien hier. Und dann aber jetzt wirklich eine ganz, ganz kräftige Erholung. Und hier sieht man es vor allem, machen Sie diese einfach und gucken Sie einfach mal von diesen knapp über 60 auf etwas über 80. Also wirklich eine ganz beträchtliche Erholung. Und jetzt fragen sich natürlich viele Anleger, verpassen wir da was, müssen wir dabei sein? Und es ist auch wirklich schon ein signifikanter Teil, nämlich rund die Hälfte der Rückschläge aufgeholt worden. Hier das Gleiche nochmal für zwei andere Märkte auf 3 Monats Sicht, DAX und Nikkei. DAX natürlich, weil es der Heimatmarkt ist und da haben Sie alle mitgekriegt und von mir erläutert bekommen, dass wir etwas über 40% Rückgang von der Spitze hatten. Und also wirklich hier von den Höchstständen bis da waren wir knapp über 40. Und auch der Nikkei, ein relativ relevanter Markt in den Strategien im Aktienengagement, was Sie haben, eben auch ein ordentlicher Abschlag, aber nicht so stark. Und in beiden auch eine starke Erholung. Die Skalierung gibt das hier nicht so genau wieder. Der japanische Aktienmarkt ist von den relevanten Aktienmärkten der, der die letzten 4 Wochen am meisten gestiegen ist. Was uns jetzt innerhalb des Aktienengagements, was wir haben, natürlich freut, weil die wiederholten Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer, die wissen, dass wir die Japan-Position am 18. März deutlich hochgefahren haben, also für japanische Aktien. Also für den Aktienbereich, wenn wir uns die beiden nochmal anschauen, dieser dramatische Absturz zwischen 30 und 40%, wenn wir jetzt mal den S&P und Eurostoxx sehen oder auch den DAX mit 40% und auch der japanische Index nicht viel weniger. Und dann aber jetzt eine uns seit 4 Wochen begleitende massive Erholung. Ja. Was ich aber heute aber auch unbedingt noch mal zeigen will, ist, ja, gerade mit Ihrem Blick vielleicht auf die eigenen Depots und Strategien, das ist hier die Entwicklung im sogenannten Investment-Grade-Bereich von Unternehmensanleihen. Und das ist nur bis Ende März, ja. Also da ist jetzt der Anfang des Aprils, der auch noch schlecht war in dem Bereich. Inzwischen gibt es da auch erste Erholungstendenzen aufgrund der massiven Notenbankstützungsmaßnahmen. Aber ich will Ihnen die Dimension auch im Anleihenbereich noch mal aufzeigen. Ich habe das in den letzten Konferenzen erläutert. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau, ob es die 14-Tages-Konferenzen waren oder auch Portfolio-Updates, die wir auch gemacht haben für die Strategie-Depot-Investoren. Letzte Woche Donnerstag war das letzte. Die besonders große Herausforderung war eben auch, dass im Grunde genommen alles verloren hat. Und die Investment-Grade-Anleihen, also die bonitätsstarken Unternehmensanleihen und im Anleihensegment, die sehen Sie hier, da sehen Sie hier auf den ersten Blick schon, haben über 10% im März verloren. Und Sie haben hier auch mal ein Gefühl für die Dimension im Vergleich zu 2008, 2009 bei der Lehman-Krise, wo es eben nicht mal 9% Rückgang waren, wie groß die Dimension dieses Rückschlags war. Also wir haben auch im Anleihenbereich, und das ist der Hochbonitätsbereich, also die sogenannten High-Yield-Hochzinsanleihen, die haben je nach Segment bis zu 40% verloren. Das hat ja immer was zu tun mit dem Segment, also dem Branchenbereich. Also viel Hochzinsanleihen sind im Bereich der Ölindustrie zum Beispiel auch. Und durch den massiven Ölpreiseinbruch, auf den ich heute auch kurz eingehe, sind da natürlich viele massiv unter die Räder gekommen. Ist branchenabhängig und es ist bonitätsabhängig. Und dann hat es natürlich auch damit zu tun, jetzt im konkreten Investment. Sie verlieren natürlich mit einer Anleihe, die 10 Jahre läuft. Haben Sie in einer Marktphase wie dieser mehr verloren als mit einer Anleihe, die nur noch 2 Jahre Restlaufzeit hat? Na, aber selbst Anleihen mit 2 Jahren Restlaufzeit, die haben ordentlich Abschläge bekommen. So,
Also das nochmal zum Abholen. Wir haben einen massiven Abverkauf gehabt mit der Februar bis ja ziemlich genau bis zum 18. März. Das war bei den meisten Aktienmärkten Tiefstand. Und was wir dann in der Folge hatten, das habe ich Ihnen mal mitgebracht in dieser pinken Folie. Das sind die Programme quasi gegen Coronavirus. Und beachten Sie ja auch bitte das Datum. Ja, es ist wirklich 14 Tage alt. Es passieren laufend auch noch mehr Dinge, aber so ganz aktuelle Sachen, die auch noch vernünftig visualisiert sind, die tagesaktuell zu kriegen, ist natürlich eine Herausforderung. Aber wenn wir mal das hier nehmen, bis vor 14 Tagen, und das sind die Maßnahmen, die die Staaten unternommen haben, ja, dann sehen Sie hier eben, das ist eine englische Folie, also Trillion, ne? Also Billionen, 2,3 Billionen jetzt in den USA. Und Sie sehen hier, dass Deutschland mit 189 Milliarden auch ganz gut dabei ist. Australien für die Anzahl also die Größe der Bevölkerung auch sehr beachtlich. Und also es ist eine gigantische Summe zusammengekommen. Ich habe es in den letzten Konferenzen auch schon erwähnt, wenn man die Notenbankmaßnahmen zusammenzählt mit den Maßnahmen der Staaten, dann liegen wir ganz sicher über 7 Billionen inzwischen. Und wenn wir es richtig überschlagen, geht es Richtung 10 Billionen, die da global gemacht worden sind. Und das Ganze innerhalb von etwas mehr als einem Monat. Und das ist auch der Grund für diese massiven Gegenbewegungen, die ich Ihnen jetzt nochmal extra visualisiere auf Monatsbasis. Dann ist es auch leichter, nochmal mit der Skalierung zu sehen. Das sind also die gleichen Indizes, die ich Ihnen eben gezeigt habe. Also hier S&P 500 in Eurostoxx. Und hier ist der Start eben bei 100 auf Monatsbasis. Und da sehen Sie es eben, Eurostoxx 20%, S&P knapp unter 20% Aufholjagd. Und Sie sehen es hier nochmal im DAX und im Nikkei, wo wir auch jeweils rund 20% haben. Jetzt möchte ich das erst in großen Kontext bringen, also größeren, sagen wir mal so, nämlich über 3 Jahre, ja, um das zu visualisieren, weil die Aufmerksamkeit von Ihnen und allen ist letztendlich immer sehr stark in solchen Momenten konzentriert auf relativ kurze Zeitfenster. Was ja auch nachvollziehbar ist, bei 40% Abgabe und 20% Erholung, das ist so viel, wie man sonst in 5 Jahren verdient, also in beide Richtungen, ja, je nachdem, welche Art von Strategie man verfolgt. Das ist klar, dass dann die Aufmerksamkeit sehr stark in den letzten, sage ich mal, 6 bis 8 Wochen festhängt. Jetzt zeige ich Ihnen nochmal die gleichen Indizes, nur auf 3 Jahressicht, damit Sie Gefühl dafür bekommen, ja, was ist denn schon abgegeben worden? In Klammern ist überhaupt was abgegeben worden, weil das ist beim S&P 500 zum Beispiel zu sehen im amerikanischen Aktienmarkt, dass wir überhaupt gar nicht unter den Niveaus von vor 3 Jahren sind. Das heißt, die Aktienmärkte dokumentieren im Moment, dass die Wirtschaft in einem stärkeren Zustand sein soll als vor 3 Jahren mit rund 20% höheren Kursen. Anders ist das in Europa, wo die Kurse knapp 20% tiefer stehen als vor 3 Jahren, wo das also auch leichter nachvollziehbar ist. Hier jetzt nochmal für Japan, wo die Kurse etwas höher als vor 3 Jahren stehen und für den DAX, wo sie doch deutlich tiefer als vor 3 Jahren stehen, also mit über den dicken Daumen 15% unter dem Niveau von vor 3 Jahren. So, und nun will ich ein bisschen eine Brücke aufbauen, weil diese Grafikbetrachtung finde ich manchmal hilfreich, also bei der ganzen gigantischen Datenmenge, die man analysiert und sich anschaut, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wo die Reise hingeht, hilft so eine Grafik manchmal in Kombination mit der Frage, ist die Wirtschaft denn jetzt wirklich in einem besseren Zustand als vor 3 Jahren? Ja? Weil dieser Indexchart es entsprechend ausdrückt. Und da ist es so, dass wenn wir diese 4 Indizes uns anschauen, dann sehen Sie in diesem Chart im Grunde genommen, auch wenn wir hier gekauft haben irgendwo, warum wir zum Beispiel Japan hochgewichtet haben und auch sogar darüber nachdenken, nochmal ein ganzes Stück auszuweiten, weil die japanische Wirtschaft steht eben deutlich besser da als vor 3 oder vor 5 Jahren, weil die schon länger große Probleme hatte, auch ohne Corona und eine ganze Reihe von auch zum größten Teil nennen erfolgreichen strukturellen Maßnahmen ergriffen hat. Also hier ist es so, dass dieser massive Abschlag nochmal eine extra Einkaufsgelegenheit ist, unseres Erachtens nach, und im Portfolio-Management sich dann auch durch höhere Nachkäufe widerspiegeln wird. Im DAX ist es so, dass der DAX durch die Zusammensetzung, also viel Automobil, und wir haben eben auch schwache Banken, also jetzt von der Deutschen Bank, einer Commerzbank,
und so weiter. Wir haben einfach von der Industriestruktur in Deutschland mit dem DAX, mit den 30 Unternehmen, schlechte Voraussetzungen für das, was auf uns zukommt. Ja, wir haben halt ein tolles Land, was die Verschuldung angeht und auch andere Dinge. Da haben wir gute Voraussetzungen. Ein DAX ist meines Erachtens zu Recht heute auf einem Bewertungsniveau unter dem von vor 3 Jahren. Spannender ist es, wenn man sich das hier anschaut. Also beim Eurostoxx ist es ähnlich wie beim DAX, nur dass wir im Eurostoxx noch bankenlastiger sind und die europäischen Banken, das hatte ich glaube ich in der vorletzten Konferenz erläutert, haben natürlich ein Problem vor sich jetzt wegen der noch niedrigeren Zinsen, haben sie noch mehr Margendruck, Kreditausfallrisiken durch die vielen drohenden Unternehmenspleiten und so weiter. Und beim US-Index ist es so, dass man eine Besonderheit sieht, dass sich dieser Index im Grunde genommen zunehmend abgekoppelt hat von der Realwirtschaft. Die USA natürlich heute in einem viel schlechteren Zustand sind, wirtschaftlich gesehen, als vor 3 Jahren durch die Konsequenzen, die aus den aktuellen Lockdowns kommen. Ja? Also das als Exkurs und Erläuterung. Auch mit dem Blick immer auf diese Charts. Ich finde, dass sie das manchmal ganz gut visualisieren, auch wenn man jetzt nicht jeden Tag 2 Stunden im Wirtschaftsteil liest und Finanzmarkt interessiert ist. Nochmal auf den Punkt gebracht, wo stehen wir denn jetzt seit Jahresbeginn? Ja, ich habe jetzt viel über hoch und runter und 3 Jahre und 1 Monat und so weiter geredet. Also wir sind immer noch natürlich seit Jahresbeginn deutlich unter Wasser. Also wir haben jetzt, das ist ein weltweiter Index, der alle Länder inklusive Schwellenländer umfasst, -15%. Für Europa -19,2%. In den USA immer noch, also trotz dieser unglaublichen Erholung 13,2% minus, Emerging Markets 15,6% und der DAX immer noch 20% minus seit Jahresanfang. Ja, gefühlt ist es durch die Rallye die letzten 4 Wochen, habe ich gemerkt, bei einigen Menschen schon anders. Was ich jetzt nicht hier extra reingeschrieben habe, aber was Sie sich bitte dazu denken, ist, Emerging Market Staatsanleihen haben dieses Jahr 10,9% verloren. Europäische Hochzinsanleihen auch zweistellig verloren. Selbst die US-Hochzinsanleihen liegen mit 6,8% im Minus. Und auch da kommt es eben, wie gesagt, immer darauf an, wie die genaue Zusammensetzung ist. Aber auch diese Anlagekategorien haben massiv verloren, sind nicht immer nur die Aktien. So. Wahnsinnig viele Fragen habe ich noch nicht, außer ein paar netter Worte von langjährigen Geschäftspartnern, über die ich mich auch sehr freue. Wenn Sie Fragen haben, bitte ins Chatfeld eintragen. Ich kann die sehen, die anderen Teilnehmer können sie nicht sehen. So, machen wir weiter. Kleiner Exkurs heute zum Ölpreis. Das ist jetzt ein bisschen redundant für die, die auch Investoren sind und am Donnerstag drin waren, da ist es ausgelöst worden durch eine Frage eines Zuhörers, Zuschauers zum Öl. Ja, warum ist das so wichtig? Und dieses Thema hat die letzten 2 Wochen viel beschäftigt. Und ich starte auch hier wieder mit 2 Charts, die das ein bisschen in eine Perspektive bringen. Also hier ein etwas längerer Chart, wo Sie sehen, vor der Finanzmarktkrise 2008 war der Ölpreis bei 143,23, der Höchststand. Und jetzt sind wir, also ziemlich aktuell, bei 28,90 und wir waren noch niedriger vor einigen Tagen. So, was ist da passiert? Da ist passiert auf Halbjahressicht jetzt. Der Preis ist von etwas über 50 auf rund $63 gestiegen, um dann auf 23,99 zu fallen. Hat sich jetzt ein bisschen erholt, insbesondere auch wegen der Sitzung und der Einbringung von Herrn Trump in den letzten 10, 11 Tagen, also vorletzten Samstag, saßen die Ölmultis aus den USA in Washington bei Herrn Trump und haben um Hilfe gebeten. Und das hat sich so geäußert, dass er sich in der letzten Woche eingebracht hat und mit uns wahrscheinlich für immer verborgenen Druckmitteln Saudi-Arabien und Russland und auch noch andere Länder zu Fördermengenreduktion bewegt hat. So, und warum ist der Ölmarkt so relevant und ist an sich schon ein Crash-Ereignis neben den Lockdowns, die wir durch Corona haben? Das liegt daran, dass wir, also es gibt eine Reihe Gründe. Also ein Grund ist, dass in den USA ein strategisches Ziel schon zu Obama-Zeiten ausgerufen wurde, dass die USA Selbstversorger sein wollten. Sie wollten also die Abhängigkeit vom Öl, von ausländischen Lieferanten einstellen. Das ist ein strategisches Ziel gewesen und deswegen gibt es viele sogenannte Fracking-Unternehmen,
Unternehmen in den USA, die mit relativ aufwendigen Fördermaßnahmen für ungefähr über den dicken Daumen $50 plus minus $10 Förderkosten pro Barrel, also 159 Liter Öl, fördern können. Also für rund $50. Nehmen Sie das mal als Kerngröße mit. Was dann sofort auffällt, ist, dass 23 Dollar nicht genügen. Ja, das heißt, diese Unternehmen arbeiten unprofitabel. Und das hat natürlich massive Auswirkungen. Die USA waren letztes Jahr erstmalig Nettoölexporteur, also sie hatten dieses strategisch von Obama ausgehende Ziel erreicht, sogar etwas übertroffen, konnten sich selbst versorgen und sogar was exportieren. Aber bei Förderkosten, die über den dicken Daumen $50 betragen. Ein Ölpreis von $23,95 oder $30 selbst ist absolut ruinös. Ja? Und dass Sie eine Vorstellung haben, Saudi-Arabien hat das größte Ölunternehmen, das de facto ein staatliches Unternehmen ist, das letztes Jahr übrigens an die Börse ging und zu dem Zeitpunkt des Börsengangs das wertvollste Unternehmen der Welt war. Die haben vorletztes Jahr 100 Milliarden Gewinn gemacht. Die haben Förderkosten von $12 ungefähr, sagt man und schätzt man, für ein Barrel Öl. Also rund ein Viertel von dem, was die meisten Fracking-Unternehmen in den USA haben. Und das heißt, die fördern selbst bei 23,95 noch mit einer ordentlichen Marge. Es genügt zwar nicht, um den Staatshaushalt in Saudi-Arabien zu finanzieren, dafür braucht Saudi-Arabien Gewinne, die um die 70, 80 Dollar Ölpreis erst ausreichend hoch sind. Aber es ist, die Förderung an sich ist noch profitabel. Also es wird nicht draufgelegt, ja, sondern es wird nur zu wenig verdient. Dazu kommt noch, dass Saudi-Arabien, deswegen haben wir auch jetzt diesen Ölpreiskrieg angezettelt, das ist natürlich eine hochgradig strategische Maßnahme, viel Öl in der Nähe des Wassers fördert und somit relativ leichte Lagermaßnahmen hat. Die Preise für Öltanker sind die letzten Wochen natürlich in die Höhe geschossen, weil Saudi-Arabien so eben auch mobile Lagerorte dazu buchen konnte. Und das ist strategisch natürlich ein großer Nachteil. Auch Russland hat da Nachteile, aber vor allem jetzt die USA oder auch Kanada haben riesige Nachteile, was auch dazu führt, dass in einigen Regionen wie in Kanada zum Beispiel, es gibt ganz viele verschiedene Arten von Öl und Ölarten, wo sie gefördert werden. Und da sind die Ölpreise teilweise auch 90% schon eingebrochen. Was de facto im Moment dazu führt, dass Regionen wie Kanada oder auch jetzt russische Ölförderer de facto die Kunden dafür bezahlen, das Öl abzunehmen. De facto sage ich, weil die natürlich netto noch Geld bekommen, aber das Geld, das sie bekommen, liegt unter den Transportkosten, die die Unternehmen in der Regel übernehmen, um das Öl zu ihren Kunden zu transportieren, sodass also de facto der Kunde dafür bezahlt wird, dass er das Öl abnimmt. Und das wiederum liegt daran, dass bei der aktuellen Überproduktion, die im Ölbereich wäre, alle Lager letztendlich Ende des Monats voll wären. Und es ist wohl so, haben mir Experten gesagt, mit erheblichen operativen Risiken verbunden, Ölförderung runterzufahren und einzustellen. Das heißt, das Risiko, weniger, deutlich weniger zu fördern oder Ölförderung einzustellen, ist so groß, dass man lieber die Kunden dafür bezahlt, dass sie einem das Öl abnehmen. Ja? Und deswegen auch die große Einmischung von Trump mit dem Versuch, hier was in Ordnung zu bringen. Bisher zeigt sich das Ölpreis nicht so sonderlich toll wieder, nur Freitag ganz kurz. Aber das ist ein wirklich strategisch großes Thema, was auch geopolitisch und machtpolitisch natürlich jetzt gerade gespielt wird von Saudi-Arabien und von Russland, weil die USA durch die Corona-Krise natürlich relativ schwach sind. Und bei einem aktuellen Ölpreisniveau zwischen 20 und $30, also wir sind jetzt doch schon wieder bei fast $30, ist es so, dass in den USA im zweiten Halbjahr bei den Ölmultis die Lichter ausgehen. Ja, und das ist ein riesengroßes Thema, das ist ein großes Risiko, weil die Ölmultis hochkreditgehebelt ganz viele dieser Fracking-Firmen auch gekauft haben und diese dann alle reihenweise pleite gehen werden. Bis zur Jahresmitte sind die ungefähr noch abgesichert, diese Ölpreise, die wir aktuell sehen, weil das machen natürlich solche Ölkonzerne, dass sie die wiederum abgesichert haben, die Preise für Planungssicherheit. Es ist also dringend geboten, hier bis Jahresmitte Lösungen hinzukriegen, dass der Ölpreis sich wieder normalisiert und es zeichnet sich ab, dass die Maßnahmen mit der Ölpreis, mit der Ölmengenförderung, die jetzt gedrosselt wird,
noch nicht ausreichend da sind. Das ist also ein Thema, was jetzt nicht 14 Tage spezifisch ist, aber es ist jetzt, sag ich mal, noch mehr hochgekocht und mir ist es ein Anliegen gewesen, das zu erläutern, warum, weil eben die Auswirkungen, hier keine Lösung zu finden, wirklich dramatische Auswirkungen haben. Also nochmal, zig Hunderttausende von extra Arbeitslosen, wahnsinnig viele Pleiten in den USA, was den Rohstoffbereich angeht. Und das ist ein Thema, was uns auch noch weiter begleiten wird, was alleine schon für einen Crash an den Aktienmärkten gesorgt hätte, da bin ich mir sicher, also in anderen Rahmenbedingungen. So, genau. Das also zum Thema Öl, wenn Sie dazu noch eine Frage haben. So, ich kriege jetzt ein paar Fragen, die sind aber letztlich alle zum Aktienmarkt. Dann mache ich zu dem Ölbereich für heute einen Haken. Hoffe, dass es Ihnen einen gewissen Aufschluss darüber gegeben hat, dass das Thema uns interessiert und Sie auch letztendlich, obwohl da, sag ich mal, unter den Investoren relativ wenig darüber gesprochen wird, weil wir eben auf der einen Seite ein großes Risiko damit im Markt haben und auf der anderen Seite bei dem aktuellen Preis, Ölpreis auch viele Investitionen zurückgestellt werden würden. Jetzt habe ich Ihnen einige Ereignisse der letzten 14 Tage zusammengestellt. Das ist nur eine Auswahl, aber Sie haben Stand letzte Woche 16 Millionen Arbeitslosen-Erstanträge durch den Lockdown in den USA. Das muss man mal sich vor Augen halten. Das ist fast die Hälfte der Erwerbstätigen, die wir in Deutschland insgesamt haben, innerhalb von 3 Wochen. Ja, die Fiskalmaßnahmen in den USA, die ich Ihnen anfangs in dieser pinkfarbenen Folie gezeigt habe, führen dieses Jahr zu einem Defizit von 19% der Gesamtwirtschaftsleistung der USA. Also 10% mehr noch als letztes Jahr. Da waren es auch schon 9%. Sie kennen die Maastricht-Kriterien und haben davon gehört, 3% ist da die Richtschnur, dann nur damit Sie auch da eine Dimension vor Augen haben. Bei den aktuellen Annahmen, also wenn es danach einigermaßen normal weiterginge und jetzt die Sonderverschuldungssituation in den USA dazu käme, dann haben wir in 2 Jahren, also im Jahr 2023, eine Verschuldung in den USA, die höher ist als nach dem Zweiten Weltkrieg. Das wird natürlich nicht folgenlos sein. Wie die Folgen genau sind, mag ich Ihnen nicht prognostizieren, aber es wird nicht folgenlos sein. Dann ist es so, dass nicht nur heute, was Bayern angeht, durch eine Umfrage, da wird aber jetzt ein Umfrageergebnis veröffentlicht worden, dass 40% aller KMUs davon ausgeht, wenn es oder akut insolvenzgefährdet ist. Bis Oktober wurde abgefragt, wie die Erwartungshaltung ist, sondern diese 40%, die ich Ihnen hier quasi als nahezu globale repräsentative Größenordnung genannt habe, das basiert darauf, dass ich zu verschiedenen oder wir zu verschiedenen Regionen der Welt gesehen haben, dass die meisten unter, also dass fast 40% aller Unternehmen nicht mehr als 2 Monate aushalten würden vom Cash, von der Liquidität, so wie es aktuell verläuft. Und das ist das, was wir mit akuter Insolvenzbedrohung meinen. Also wirklich, die Zahlen werden immer greifbarer und zeigen auch, warum wir jetzt seit ein paar Wochen schon Bedenkenträger waren und relativ vorsichtig ihre Strategien aufgestellt haben. Jetzt allerdings, letzte Woche Donnerstag, wichtige Sache, die Fed, die amerikanische Notenbank, hat de facto, außer dass sie keine Aktien kauft, aber unlimitierte Unterstützung dokumentiert, also kauft jetzt auch Hochzinsanleihen. Und das hat natürlich wiederum Auswirkungen, also als ja, ob es jetzt ein positives Zeichen ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber es ist eine wichtige, ausgewählte Entwicklung der letzten 14 Tage. Die EZB wird nach allgemeinen Schätzungen für 2020 1 Billion Anleihen in Europa aufkaufen. Und in den letzten 2 Wochen haben jetzt auch Japan, Singapur und auch noch andere Länder nachgezogen, die eine Zeit lang einen Sonderweg gegangen waren. Also was auch die Ausgangsbeschränkungen oder Verbote betraf und haben letztendlich massive Stützungspakete verabschiedet, die die Wirtschaft stimulieren soll und den totalen Absturz verhindern soll. Ja, also da ist einiges, das ist natürlich nur eine Auswahl. Also wenn da jetzt eine Maßnahme nicht draufsteht, zu der Sie unsere Meinung hören wollen, dann schreiben Sie es bitte gerne ins Fragenfeld, ins Chatfeld. So. Jetzt werde ich gefragt, nach dieser Erholungstendenz seit Mitte März, wie ich darüber denke. Die entscheidende Frage ist,
ist das, was wir seit Mitte März an den Aktienmärkten sehen, eine Bärenmarkt-Rallye oder eine Trendwende? Ja, das ist eine vielgestellte und sehr gute Frage. Grundsätzlich es ist so, dass, also hätten Sie mich bis Donnerstag gefragt, hätte ich ohne eine Millisekunde zu zögern gesagt, das ist natürlich eine Bärenmarkt-Rallye. Es ist völlig utopisch, was in diesen Aktienkursentwicklungen eingepreist ist, weil wir es also irreversible, negative, massive Schäden in der Wirtschaft haben werden, und zwar reale. Wir reden, also letzte Woche werden sicherlich nochmal 5, 6 Millionen Erstanträge für Arbeitslosigkeit in den USA dazugekommen sein, also 20 Millionen Arbeitslose. Wir werden Massenpleiten haben und es ist unverhinderbar. Ja, das ist jetzt schon unverhinderbar. Leider. Ja. Da schlagen zwei, also Sie wissen alle aus den letzten Konferenzen, ich bin ein grundpositiver Mensch, natürlich wünsche ich mir, dass alles gut wird. Und ich hätte auch viel lieber eine positivere Einstellung, was die wirtschaftlichen Folgen angeht, und dementsprechend offensivere Strategieaufstellungen mit den Kollegen für Sie beschlossen. Aber es ist unabwendbar, dass wirklich viele Unternehmen in die Insolvenz gehen. Und es ist auch unabwendbar, selbst wenn jetzt, so wie es in Deutschland ja, wo wir hoffnungsvoll sein können, dass wir in einer Woche deutlich wieder näher zur Normalität kommen könnten. Selbst dann wäre es so. Ja? Weil irreversible Schäden, irreparable Schäden entstanden sind. Und weil auch dieser Lockdown, der letztendlich mehr als die Hälfte der ganzen Welt erfasst, der ist nicht einfach so abzustellen wieder. Ja? Also es gibt Länder, jetzt zum Beispiel Frankreich hat ja, Macron hat ja verlängert um 4 Wochen. Und jetzt, selbst wenn wir uns mal vorstellen, es würden jetzt alle innerhalb der nächsten 4 Wochen sagen, wir gehen wieder zur Normalität. Es wird nicht auf Knopfdruck alles wieder hochfahren, es wird nicht alles wieder hochproduktiv sein, weil wir ja einen Nachfrageschock haben, dadurch, dass es durch die Firmenpleiten weniger Investitionen gibt, weniger Zukunftsvertrauen. Es ist auch hinreichend dokumentiert, wie die Unternehmen natürlich viel defensiver bei ihren Investitionen planen. Und da helfen auch nicht die vielen Kreditstützungsmaßnahmen. Trotzdem entscheiden Unternehmer ja immer noch bei einem Kredit, traue ich mir zu, so viel Geld zu verdienen, damit ich den Kredit später auch zurückzahlen kann. Ein Kredit bleibt ja ein Kredit, selbst wenn er verbürgt ist vom Staat oder kostengünstig gemacht wird. Und die strategische Entscheidung, ob man mit Kreditinvestitionen tätig, hat viel mit Zukunftsvertrauen zu tun. So, und da sind dann eben auch die Verbraucher. Wir reden über massive Arbeitslosigkeit in einigen Regionen der Welt. Damit sind die Konsumenten natürlich auch in ihrem Ausgabeverhalten verändert und eingeschränkt und, ja. Und die Folgen, da sind wir immer noch, also die realwirtschaftlichen Folgen, da sind wir in unserer Markteinschätzung immer noch eher am oberen Ende, also an dem Ende, dass wir arbeiten mehr negative Folgen als die meisten, weil wir eben noch nicht sehen, dass diese ganzen Förderungen und Hilfspakete und so weiter, dass die auch wirklich ankommen und vor allem, dass sie dann auch so wirken, wie man sich das wünscht. Wir wünschen uns das, aber wir sehen es im Moment nicht. Deswegen eigentlich eine klare Antwort, natürlich ist es eine Bärenmarkt-Rallye, weil das ja totaler Unsinn ist. Deswegen auch diese längerfristigen Charts über 3 Jahre, wo Sie eben sehen, dass es Regionen gibt und vor allem die USA, die heute 20, 25% über dem Kursniveau von vor 3 Jahren stehen. Ja, das ist doch totaler Irrsinn, wenn man sich das vor Augen hält. Vor allem, weil es dort eben Störungen an allen Enden gibt. Jetzt müssen wir im sowohl Beirat als auch im Anlageausschuss natürlich diskutieren, was jetzt Donnerstag zum Beispiel wieder verabschiedet wurde von der FED. Ne, dass eben jetzt auch Anleihen gekauft werden können von nicht so bonitätsstarken Unternehmen und so weiter. Also da ist eben die Frage, wie sind die Wirkungszeiträume dessen, was da jetzt passiert, ja, also dieser Maßnahmen, weil sie natürlich wahnsinnig viel Rückenwind geben, wenn sie sowas auch machen, aber eben auch für Dinge, die ungesund sind. Ne, und das ist etwas, womit wir uns dann sicherlich beschäftigen werden. Wir hatten letzte Woche 2 Sitzungen, wir haben diese Woche auch eine Anlageausschusssitzung, weil wir im Moment eine starke Diskrepanz haben zwischen dem, was realwirtschaftlich relevant ist in den nächsten Monaten und teilweise ja auch schon konkret absehbar ist, und dem, was die Kurse widerspiegeln, die zu einem erheblichen Teil im Moment wirklich nur durch die Stützungsmaßnahmen getrieben sind. Ja? Also abgekoppelt von den realwirtschaftlichen Entwicklungen. So, und nun ist es natürlich, Sie haben ja ein fundamentales Mandat in den Strategiedepots vergeben. Das heißt, Sie wollen, grundsätzlich, sage ich mal, wollen Sie als Investoren
dass wir gesunde, also dass wir Zielfondskandidaten nehmen, die gesunde Unternehmen auswählen, die profitabel sind, die gesunde Bilanzen haben, ne, die einen ordentlichen Cashflow haben, die eine tolle Kundenbasis haben und die Produkte und Dienstleistungen produzieren und in die Welt verkaufen, die Welt auch wirklich braucht, unabhängig von Corona, unabhängig von Stimmung und so weiter und so fort. Das ist das Mandat, was wir haben, und so sind sie ja auch aufgestellt. So eine Maßnahme wie der letzte Donnerstag von der Fed bedeutet aber, dass zum Beispiel diese hochqualifizierte Recherche, die wir und auch andere Berufskollegen teilweise machen, sowohl bei den Zielfondskandidaten, die im Aktienbereich sich engagieren, als auch bei Anleihen, dass sie kurzfristig unwichtiger geworden ist, weil die Fed eben jetzt auch mal übertrieben gesagt Schrottpapiere kauft, ja, im Anleihenbereich. Und damit müssen wir uns natürlich beschäftigen, weil wenn wir jetzt irgendwie Ihnen 3 Jahre lang erzählen sollen, ja, Sie haben ganz solide Unternehmen und tolle Dividendenrenditen, was Sie auch haben, ja, auch jetzt schon in Ihren Portfolios, aber die Märkte laufen in der Rendite uns allen weg, dann kann das auch sein, dass wir natürlich deutlich weniger Geld verwalten als aktuell, weil Sie auch sehen wollen, dass Sie, wenn Geld verdient werden kann, dabei sind. Und das diskutieren wir. Wir werden das nicht über Bord werfen, weil wir haben ein klares Mandat von Ihnen. Wir überlegen dann natürlich, man kann dann eher überlegen, so wie letztes Mal angeregt durch einen der Zuschauer und Zuhörer, dass man vielleicht eine extra aggressive Chancenstrategie fährt, die eben auch solche Entwicklungen, die eigentlich teilweise ohne Substanz sind, also wo Realwirtschaft abgekoppelt ist von Börsenentwicklung, wo man vielleicht versucht, solche Dinge zu nutzen. Das war jetzt eine sehr lange Antwort und differenziert, weil ich mich schwer damit tue, jetzt eine so platte Antwort zu geben, wie ich sie allerdings tatsächlich bis letzten Donnerstag gegeben hätte. Da hätte ich glasklar gesagt, natürlich eine Bärenmarkt-Rallye, weil das total irrsinnig ist, was die Märkte einpreisen. Und es ist auch so, dass Sie das bitte noch als Kernaussage mitnehmen. Die Märkte preisen im Moment nicht ein, dass wir eine schwere Rezession vor uns haben. Und das ist definitiv unvermeidbar so. Und hat ja auch der IWF jetzt am Wochenende veröffentlicht, 3% Wirtschaftsschrumpfung global und einige Regionen noch sehr viel mehr. Und unsere eigene Prognose, die ist nochmal eine ganze Ecke negativer. Ja? Also von daher, das ist im Moment nicht eingepreist. Deswegen sind wir weiterhin vorsichtig investiert am unteren Ende der Poolgewichtung, die wir gehen dürfen. Dazu haben wir Donnerstag eben dieses Portfolio-Update gemacht, wenn jemand von Ihnen nicht dabei war, aber investiert ist und das gerne hören möchte. Wir haben das aufgezeichnet. Ich glaube, der Mitschnitt steht noch nicht zur Verfügung, aber dann können wir den noch zur Verfügung stellen. Dieses allgemeine Marktrisiko ist weiterhin hoch, und jetzt nehme ich aber schon ein bisschen was weg vom Fazit. So, und ich sehe auch schon, dass wahnsinnig viel Zeit vergangen ist, und deswegen gehe ich noch mal kurz durch die Strategien und schaue dann danach wieder in das Chatfeld für die Fragen, die gestellt worden sind. Also, wir haben am 18.03. Für 3 der Strategien die letzte Portfolioanpassung gemacht. Für ausgewogen offensiv und offensiv Doppel Plus sind wir seither unverändert investiert am unteren Ende der Poolgewichtung, Renditepool sind wir investiert, also bei ausgewogen 25, bei offensiv 50%. Und also wir sind etwas drüber, und das hat sich auch jetzt im Laufe der 4 Wochen etwas verschoben. Also, dass wir etwas mehr im Aktienbereich haben, logischerweise, weil die Aktien ja massiv zugelegt haben. Dass wir auch da ein Gefühl für die Renditen haben. Ich habe Ihnen ja die Renditen seit Jahresanfang sowohl im Anleihen- als auch im Aktienbereich genannt. Also, wir haben im Moment ein ausgewogen 12% weniger als am Jahresanfang und in Offensiv 13,61% weniger als am Jahresanfang. Ich kann das nochmal kurz, na, wo ist es denn? Dass Sie das ein bisschen im Verhältnis sehen. Da haben wir 13,61 in Offensiv weniger. Da sehen Sie also, dass wir unterhalb des Aktienmarktverlustes auch liegen. Und lediglich in Offensiv Doppel Plus liegen wir mit minus 24, so dass es uns nicht zufriedenstellt, was ich am Donnerstag aber auch umfangreich erläutert habe. Also sowohl, warum das so ist, als auch, dass wir nicht zufrieden sind, und habe da auf den mehrfachen Krisentrack-Record einiger der Anlageausschussmitglieder verwiesen, und dass wir am Ende dieser anspruchsvollen Phase ganz zuversichtlich sind, dass wir in guten Händen und entsprechend ertragreich da durchgebracht werden von uns, weil das in vorhergegangenen Krisen in anderen Mandaten auch gelungen ist.
So, in der Strategie defensiv, letztes Mal angekündigt, inzwischen umgesetzt, ist es so, dass wir nennenswert an die Seitenlinie gegangen sind mit 58% wirklich Geldmarkt. Damit haben wir der Dysfunktionalität des Anleihenmarktes im März, wie sagt man, ja, sind wir dem nachgegangen. Letztendlich war der Anleihenmarkt im März komplett dysfunktional, hat die gewünschten und gewohnten Absicherungen nicht geben können und deswegen haben wir für den Moment, um wirklich zu gucken, weil gerade in dem Mandat wollen Anleger nicht, dass wir mit ihrem Geld quasi an diesen durch Notenbanken hochspekulativen kurzfristigen Entwicklungen dabei sind, haben wir mit den Beratern, die dort die größten Bestände ihrer Mandanten investiert haben, auch gesprochen, haben das erläutert und haben 58% an die Seitenlinie gestellt. Wir haben weiterhin dort eine große Goldposition, die wir also zum 18.3. auch auf 20%. Ah nee, dort hatten wir sie schon in anderen Strategien aufgebaut haben. Und der Rest, marktneutrale Strategie im Aktienbereich, wo also Aktien, Zielfondskandidaten, die auf steigende Kurse setzen und davon profitieren, eine Absicherung gegenübergestellt wurde, sodass sie im Moment, dass der Versuch ist, kein Aktienmarktrisiko zu haben, sondern nur von dem Mehrwert von aktiven Managern zu profitieren. Das Marktrisiko ist weiterhin hoch, das stand letztes Mal noch sehr hoch. Jetzt ist es noch hoch, weil wirklich das Ausmaß der Marktstützungsmaßnahmen ist natürlich wirklich mit riesengroßen Kanonen auf Spatzen geschossen. Und es ist natürlich weiterhin hoch, das Risiko. Aber es ist dadurch natürlich das allgemeine Marktrisiko etwas geringer noch als vor kurzem, weil einfach unglaublich viel Geld in den Markt gepumpt wird. So, wir haben, das hat auch dazu geführt, dass wir nicht gerebalanced haben. Also das heißt, wir haben jetzt eine Verschiebung im Renditepool, haben sie mehr Gewicht im Grunde genommen durch die Zugewinne im Aktienbereich, die zwischen 15 und 25% lagen jetzt auf Monatsbasis. Also zum Beispiel mit den Goldminen haben sie relativ viel verdient, also überproportional viel wie angekündigt in der Erholungsphase. Dadurch, dass diese Positionen in den Aktienmandaten viel mehr gewachsen sind, logischerweise, als zum Beispiel der Geldmarkt, der nahezu unverändert geblieben ist, oder selbst Gold, das extrem gut, extrem gut gelaufen ist, aber Gold hat eben jetzt nicht 25% verdient in den letzten 4 Wochen, haben sie natürlich eine Verschiebung und haben etwas mehr im Renditepool als im Absicherungspool. Das sind diese organischen Verschiebungen, die wir hatten, die insbesondere in der Strategie Offensiv Doppel Plus recht massiv sind. Da waren wir, sag ich mal, vor einem Monat, als wir die Portfolioanpassung gemacht haben, so, dass wir wohl noch marktneutral waren und da haben sie jetzt etwas mehr als 20% Netto-Aktieninvestment durch die Verschiebung der einzelnen Investments, die wir haben. So, unsere Anpassung machen wir jetzt aber nicht in großen Schritten, sondern das machen wir schrittweise. Das Portfolio wird grundsätzlich mit ruhiger Hand geführt. Wir hatten jetzt dieses Jahr schon mehrere Portfolioanpassungen. Das ist, glaube ich, auch leicht nachvollziehbar bei den Marktentwicklungen. Und wir werden aber nur schrittweise Anpassungen jetzt machen. Das eine sind regionale Anpassungen. Die Marktentwicklungen werden definitiv heterogener verlaufen, als die meisten von uns das wahrscheinlich jemals erlebt haben. Also es wird einige Regionen geben, die ziemlich gut laufen werden. Und andere werden richtig unter die Räder kommen. Das hat auch logischerweise was mit dem Verlauf, Krankheitsverlauf und Pandemieverlauf jeweils zu tun. Das sieht man auch jetzt schon. Also, dass es eben Regionen gibt wie China, die A, früher dran waren und B, auch im Krisenmanagement durch die massive Durchschlagkraft und Möglichkeit, sag ich mal, des politischen Systems auch relativ konsequent damit umgehen konnten. Und wo der Aktienmarkt jetzt schon wieder deutlich besser dasteht oder eben andere Aktienmärkte wie jetzt Italien, die eine ganze Ecke schlechter dastehen. Und das wird sich fortsetzen. Dann ist es so, dass wir in den Mandaten, dass wir vielleicht in der Region oder in einem Thema bleiben, aber den Manager wechseln oder, was wir jetzt in zwei Bereichen zum Beispiel geplant haben und gerade in Arbeit haben, Manager dazu nehmen wollen, weil wir einfach mehr Geld in die jeweilige Kategorie investieren wollen. Also hier geht es um China und Japan, um das zu sagen. Und ein akutes Thema, was wir zeitnah sehr wahrscheinlich umsetzen werden, das am Donnerstag ist Anlageausschusssitzung, das ist einer der Beschlusspunkte ist,
Healthcare, also Gesundheitswesen-Aktien mit Schwerpunkt Japan und China. Da haben wir einen schönen Zielfondskandidaten von der Gesellschaft, die schon sehr, sehr lange bekannt ist, die wir dann auch aufnehmen werden. Es sind aber Nachjustierungen, die jetzt nicht auf Sichtweise von 14 Tagen oder so getroffen werden. Diese kurzfristigen intensiven Schwankungen können und wollen wir nicht spielen. Sondern das ist, geht darum, dass Sie als quasi Gewinner und fundamental sicher aus der Sache hervorgehen und wissen, dass Ihr Geld vernünftig investiert ist, also in Dinge, die Wert haben. Ja? So, Veränderung der Poolgewichtung bei echten neuen Erkenntnissen. Hier habe ich das echte neue Erkenntnisse nochmal festgemacht, weil sicherlich am Donnerstag wir in einer Ausschusssitzung den Punkt der FED-Maßnahmen vom letzten Donnerstag besprechen müssen und wie wir die Auswirkungen einschätzen. Ne? Da geht es auch eben um die Wirkungs na, wie soll ich das sagen, Anlagehorizonte und Wirkungszeiträume der Maßnahmen, die wir ergreifen. Wichtig ist mir, dass Sie mitnehmen, dass Sie diesen Fundamentalmandat, dass Sie handfeste Investments haben, mit echten Werten. Ja. Das kann dazu führen, dass man eben so wie jetzt die letzten 3 Wochen bei diesen starken Erholungen nicht komplett dabei ist, weil die ganz klar spekulativ getrieben sind. Aber so verstehen wir auch nicht die Aufgabe, die wir haben von Ihnen. Ne? Unsere Aufgabe verstehen wir eher so, dass, wie wir es für Sie auch in den Strategien umgesetzt haben, sagen wir mal 7 Ertrags- und Absicherungsquellen, also geclustert, übergeordnete Kategorien, in die Sie investiert sind, je nach Strategie in 10 bis 18 Teilstrategien von unter 15 unterschiedlichen aktiven Managern und Sie sind damit überall auf der Welt investiert, sowohl geografisch in allen relevanten Bereichen als auch in verschiedenen Anlagekategorien. Und das heißt, ich bitte immer vor Augen, dass Sie eine Multi-Asset, Multi-Manager-Strategie haben, also hunderte von verschiedenen Aktientiteln, also Unternehmen, die Dinge produzieren, die die Welt braucht, die profitabel sind, gute Bilanzen haben, in der Regel starke Cashflows. Das ist etwas, worauf wir immer schon Wert gelegt haben und in der aktuellen Portfoliokonstruktion noch etwas mehr. Sie haben mindestens die hier genannten Anlagekategorien, die abgedeckt sind. Anpassungen können wir automatisch für Sie durchführen und wir haben, das habe ich in den Portfolio-Update-Konferenzen am letzten Donnerstag aufgezeigt und auch im Vorangegangenen, dass Sie einen wirklich konstant hohen Mehrwert haben durch die aktiven Manager, die wir für Sie selektieren. Wir haben seit Jahresanfang auch 2 Mandaten, die allerdings auch wirklich kräftig versagt haben, wo wir tief in die Revision eingestiegen sind, die ich auch am Donnerstag erläutert habe, haben alle anderen Manager deutliche Mehrwerte gebracht oder mindestens auf Niveau ihrer Vergleichsgruppe Ergebnisse abgeliefert. Ja. Ich werde jetzt nochmal ins Fragenfeld gucken. Würde mich freuen, wenn Sie noch Fragen haben, wenn Sie die jetzt stellen, weil ich tatsächlich ansonsten auch auf die Zielgerade einbiege. Ich würde gerne die wichtigsten Dinge nochmal zusammenfassen für die letzten Wochen. Also was hat funktioniert? Die Japan-Gewichtung, also die japanische Aktienposition zu erhöhen, war eine gute Idee, einer der bestgelaufenen Märkte. Gold spielt eine wichtige Rolle in den Strategien. Das habe ich am Donnerstag auch erläutert auf Anfrage. Was sind denn die wichtigsten Themen, wenn man sich quasi in der Tagespresse orientieren möchte? Ist das, was man da liest, was Sie gerade lesen, gut für Sie oder nicht gut? Also Gold ist ein wichtiges Thema. Wir haben in defensiv ausgewogen und offensiv doppelt plus 20% Gold, ein Goldfonds, der also zu 70% in Gold investiert und den Rest überwiegend in Silber und Platin. Und Sie haben darüber hinaus eben auch noch Goldminen, natürlich deutlich größere Schwankungen, weil das Aktiengesellschaften sind, aber die werden erfahrungsgemäß bei einer Markterholung überproportional gewinnen und auch gerade in diesem Fall sollte es so sein, physisch ist Gold an vielen Orten der Welt im Moment nicht wirklich handelbar, ausverkauft und der Goldpreis an sich ist ja unglaublich stark gestiegen und von daher sollten die Goldminen auch bei der Erholung überproportional profitieren. Das ist also das zweite wichtige Thema für Sie.
Liquidität, wir haben Geld an der Seitenlinie in allen Strategien, außer bei Offensiv Doppel Plus und teilweise eben bei Defensiv, wie gesagt, um diesem defensiven Charakter vorübergehend besonders gerecht zu werden, 58%. Weiterhin sind wir der Meinung, das hat jetzt nichts mit Ihrer persönlichen Situation zu tun, also das ist jetzt unter dem Vorbehalt Ihrer Anlageziele, Anlagedauer und so weiter, sondern mit der Annahme, dass Sie mittel- bis langfristig investieren können und wollen, ist genau ein Umfeld, wie wir es jetzt haben, eines, in dem man sehr gut investieren kann, weil die Märkte eben heterogen verlaufen werden. Und also heterogen verlaufen heißt, es gibt große Chancen von Fehlbewertungen. Und was wir für Sie machen bei diesen Fundamentalmandaten, ist, dass wir Abweichungen von Preisen, die an der Börse gehandelt werden, und Werten, die tatsächlich sich in den einzelnen Anleihen, Edelmetallen oder Aktien befinden oder auch in Währung, dass wir diese wahren Werte für Sie identifizieren. Und Geld verdienen kann man eben damit, wenn Wert und Preis auseinandergeht, weil die Historie zeigt, dass sich das mittel- bis langfristig wieder annähert, und dann kann man und will man dabei sein. Ja, also es ist weiterhin so, dass wir überzeugt sind, dass man Kaufgelegenheiten hat, und ich habe auch gerade die Zahlen vom letzten Monat gesehen. Wir haben tatsächlich auch rekordverdächtige Mittelzuflüsse gehabt, was ich während des Monats gar nicht so gemerkt habe, weil das alles doch sehr arbeitsintensiv war, auch mit den vielen Konferenzen und dem Portfolio-Management. Aber habe es in der Rückschau gesehen, und dafür bedanke ich mich auch ganz, ganz herzlich im Namen des Anlageausschusses für das Vertrauen, das Sie damit zum Ausdruck bringen, dass doch viele das zum Nachkaufen genutzt haben, um ihre Mandate auszubauen. Jetzt werde ich noch gefragt, weil ich vor 2 oder 4 Wochen, also vor einigen Wochen, das Credo hatte und quasi den Impuls gesetzt habe, offensiv Doppel Plus zu kaufen. Da mache ich die Differenzierung. Ja, klar stehe ich dazu. Wenn man die Differenzierung macht, das ist mir gespiegelt worden von, also über die Berater von einigen Investoren. Es gibt halt Anleger, die finden das komisch, bei fallenden Aktienkursen Geld zu verdienen. Die fühlen sich damit quasi nicht wohl. Ja, weil man möchte eben diese Differenz Preis und Wert in der Form für sich nutzen, dass der Preis an der Börse niedriger ist als der tatsächliche Wert in den Unternehmen, was ja auch viel intuitiver und leichter nachvollziehbar ist. Und es gibt wohl eine ganze Reihe von Investoren, egal ob fachkundig oder Amateure oder aus dem Bauch heraus, das ist auch wirklich wertfrei, vollkommen nebensächlich, die dieses Geld verdienen mit fallenden Kursen nicht gut finden. Und von daher möchte ich die Differenzierung machen, weil das ist eine sehr subjektive Sache, ob man das jetzt wichtig findet oder nicht. Also ein Großinvestor, mit dem ich direkt sprach, hat mir sogar gesagt, dass er persönlich findet das suspekt und überlegte, ob er dann die Strategie Offensiv Doppelplus, die kurzzeitig von fallenden Kursen profitiert hätte, vor 4 Wochen, nämlich direkt nach der Portfolioanpassung, ob er die verkaufen soll, weil das nicht zu seiner Philosophie passt. Wenn Sie so ein Investor sind, dann ist die Offensiv-Doppel-Plus-Strategie im Zweifel nicht, weil da würden wir auch auf Netto-Feinde-Kurse setzen, so wie man das nennt. Netto heißt, wenn man das saldiert. Wir haben im Moment in allen Strategien Absicherung eingebaut durch 2 ETFs. Das sind Produkte, die im Grunde genommen ungemanagt, also passiv, auf fallende Kurse im Euro-Stoxx und im S&P 500-Index setzen als Absicherung, wegen dieses von mir oft zitierten und genannten hohen Marktrisikos. Ja, also wenn dieses Marktrisiko sich negativ zeigt, dann werden diese Indizes fallen, und dann haben Sie mit diesen Positionen verdienen dann Anleger Geld. Das Hauptinvestment, das auch dauerhafte Investment im Aktienbereich, basiert natürlich darauf, dass wir aktiven Zielfondskandidaten Geld geben, die Mehrwerte identifizieren in den einzelnen Unternehmen und in den Anleihen, in die sie investieren, und dass diese Mehrwerte sich dann im Zeitablauf für sie auszahlen. Ja, das ist das dauerhafte Mandat, und das ist auch das, wovon wir dauerhaft überzeugt sind. In einer Phase wie jetzt, wo das Marktrisiko wirklich extrem hoch war, also ich sage es nochmal, im März war ganz viel dysfunktional. Ja, es gab teilweise wirklich keine Liquidität. Die Preise sind implodiert, weil es einfach es wollte keiner handeln. Ja? Und in einem solchen Umfeld eine solche Absicherung einzubauen, das haben wir ja im Aktienbereich auch das erste Mal so gemacht, halten wir für vernünftig, hat aber mehr den Charakter der Absicherung in 3 der Strategien.
Und in Offensiv Doppel Plus ist es natürlich auch der Grund, warum wir da Stand heute so schlecht dastehen mit der schlechtesten Performance, weil wir an der Erholung in den letzten 4 Wochen natürlich nicht mitmachen konnten, weil wir eben vollumfänglich abgesichert waren und dort auch damit gerechnet hatten, dass die Kurse tatsächlich weiterfallen, so wie es realwirtschaftlich auch absolut, absolut angebracht wäre. Realwirtschaftlich heißt, wenn man die ganzen Firmenpleiten, die Gewinnrevisionen, also es gibt ja keine Gewinne, es wird keine Gewinne mehr geben in vielen Branchen, sondern es wird riesengroße Verluste geben. Eine wirklich globale große Rezession und das ist alles nicht eingepreist in den Aktien. Ja, und wir sind jetzt am kurzen Ende in Offensiv Doppel Plus gestraft worden, weil die ganzen Rettungspakete eben für eine Bärenmarkt-Rallye gesorgt haben, die wirklich außerordentlich kräftig war. In den anderen Strategien haben sie davon profitiert. Und ich würde raten, wenn Sie nach investieren wollen, besprechen Sie diesen Punkt mit Ihrem Berater. Und dann wird Ihr Berater Ihnen spiegeln können, ob eine Strategie offensiv, wo wir mindestens 50% immer an Zielfrauenkandidaten geben, in Aktien investieren, und zwar auf steigende Märkte, oder offensiv Doppel Plus, die besser geeignete Strategie ist. Und mit offensiv liegen Sie dieses Jahr besser als der Aktienmarkt. Also da haben wir unser Versprechen letztendlich einhalten können, auf dem Weg nach unten nicht so viel mitmachen und trotzdem nicht auf viel Rendite verzichten müssen. So, jetzt schaue ich noch, ich habe noch eine Frage, die ich nicht verarbeitet habe. Wieso sehen Sie weiteres Potenzial im Nikkei, da dieser wie der DAX auch stark von Automotive abhängt und zudem noch wenig überzeugende Unternehmen wie Softbank beinhaltet? Ja, das ist eine gute Frage. Japan war zum Jahreswechsel ein Schwerpunktmarkt, den ich erläutert habe. Die Gewinnentwicklung, die Dividendenzunahmen und auch die Aktienrückkaufprogramme, die in Japan in den letzten Jahren an Fahrt aufgenommen haben, waren auch vor Corona noch nicht eingepreist. Ja, der japanische Aktienmarkt ist relativ lange schon unter Druck und schwerfällig. Und viele Investoren haben meiner Meinung nach und unserer Meinung nach noch nicht erkannt, dass dieser Markt wirklich, dass die Managementkultur hat sich die letzten Jahre verändert, die Profitabilität hat sich verändert. Japanische Aktiengesellschaften haben vor 20 Jahren keine Dividenden gezahlt. Das machen sie jetzt. Also diese Orientierung auf Profitabilität, inklusive sogar Aktienrückkaufprogramm, das ist schon enorm und dadurch ist der Markt günstig bewertet gewesen. Wir waren vorher nicht investiert und auch dann im ersten Schritt erst relativ gering, weil eben Japan ein konjunktursensitiver Aktienmarkt ist und deswegen auch anfällig ist für Rezessionen. Und jetzt waren wir aber der Überzeugung, dass mit dieser neuerlichen Korrektur, also Japan hatte ja stark underperformed, also war ja relativ schlecht gelaufen im Vergleich zu anderen Aktienmärkten im internationalen Wettbewerb. Und mit den dann nochmal abgegebenen 30% seit Jahresanfang bis zum 18. März waren wir der Meinung, dass es eben wirklich ein Sonderangebot ist, im Grunde genommen. Das heißt, es ist deutlich mehr Negatives eingepreist, als reell in Japan passieren wird. Und Japan hält sich ja jetzt auch ziemlich stabil und wie gesagt, hat die letzten Wochen auch extrem gut performt, wobei das unser Anlagehorizont ist. Also wir werden das Japan-Mandat voraussichtlich noch ausbauen. Wir müssen Ihnen dafür halt noch unseren Wunschkandidaten als Zielfondsmanager freischalten lassen bei der Depotbank und dann würden wir das Mandat sehr wahrscheinlich sogar noch ausbauen. Ja. Gut. Dann habe ich jetzt alle Fragen beantwortet. Ich hoffe, dass Sie wieder was mitnehmen konnten, dass Sie sich orientiert fühlen. Wenn es Ihnen gefällt, geben Sie Ihrem Berater das Feedback, empfehlen Sie ihn weiter, er ermöglicht Ihnen diesen direkten Zugriff. Und wenn Sie ein kurzes Feedback, wir haben heute kein Feedback-Formular ins Chatfeld schreiben, bin ich natürlich auch dankbar. Bleiben Sie alle gesund. In 14 Tagen können Sie sich wieder einwählen. Da machen wir das wieder, gleicher Ort. Gleiche Zeit, anderer PIN. Wenn Sie anderen Menschen auch einen Zugang ermöglichen wollen zu diesen Hintergrundinformationen, ist das bei dieser Veranstaltung explizit erlaubt. Stichwort unterlassene Hilfeleistung, wenn man es nicht macht. Ich weiß, dass gerade viele Banken im Moment abgetaucht sind und keine Hilfe und keine Orientierung geben.
Danke für die Aufmerksamkeit. Haben Sie eine gute Zeit, bleiben Sie gesund, Sie und Ihre Lieben, und ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.